Schrecklich. Naja, jetzt haben wir ja genau den Fall, den wir haben wollten. Das Visier noch einstellen. Du hast super geschossen und schlecht getroffen. Ja. Aber wenn du super schießt und wir dein Visier noch einstellen, dann triffst du auch noch super. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video, präsentiert von der Bogensportwelt und von mir. Ich bin der Thomas, wir sind mit Tina in Fulda Eichenfeld im wunderbaren Schloss Fasanerie und auf dem Parcours. Wir haben jetzt Backtension gelernt, das sieht toll aus. Wie fühlt sich's an? Super. Und jetzt lernen wir noch treffen, das hat viel mit Technik zu tun, weil das ist ein Compoundbogen, das ist ein technisches Gerät, okay? Es geht darum, es beherrschen zu lernen und das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen zeigen, dein Visier einstellen, dass du hier im Wesentlichen, also Ziel sollte sein, wenn du mich fragst, dass du alle Entfernungen, die wir jetzt hier auf 3D oder Feld oder wo auch immer schießen wollen, dass du die im Griff hast. Super. Es ist jetzt ungefähr vielleicht 12:30. Ich gebe uns bis 13.15 Uhr und dann hast du es drauf. Wollen wir wetten? Wir wetten. Um was wetten, Mann? Erdbeereis. Wir sind jetzt 20 Meter vom Ziel entfernt und wir suchen den Punkt, mit dem du mit deinem Pin im Visier genau in die Mitte halten kannst. Also du hältst jetzt beim Schießen einfach nur den Pin vom Visier mitten in die Scheibe, okay? Und wir gucken, wo der Pfeil steckt. Ist er zu hoch, müssen wir ein bisschen höher mit dem Visier, weil du zu, ne? Ist er zu tief, müssen wir mit dem Visier ein bisschen tiefer. Aber wir brauchen als initialen Punkt die 20 Meter. Immer 20 Meter? Ja, eigentlich schon. Erstmal ja. Die Profis schießen auch ganz, ganz kurze Entfernungen aus. Paradoxerweise stellst du dann aber weitere Entfernungen ein wieder. Das kriegen wir heute nicht erklärt. Das ist so kompliziert. Da muss ich Bilder malen und so weiter. Jetzt schießen wir erstmal 20 Meter aus, okay? Das sagt man dann so. Wir schießen die jetzt mal aus. Danach. Stand und. Atmung. Du stehst aber gut da. Atmung meinetwegen. Mach, atme ruhig. Du kannst ruhig atmen. Dreimal. Wir haben zu hoch geschossen, okay? Du bist so, sag mal, zwischen 10 und 20 Zentimeter über der Mitte. Das heißt, jetzt stellen wir das Visier nach oben. Nach oben. Das geht in dem Fall so, dass man hier einfach dreht. Gibt es hier wieder eine Uhr, ne? Und das machen wir jetzt. Wir drehen so lange und schießen, bis du bei 20 Meter in der Mitte landest. That's it. Also wenn du jetzt auf kurze Distanz, ne, schon deutlich zu hoch bist, musst du auch echt ein bisschen drehen. Ruhig mit Schmackes drehen. Also der Witz ist der, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel auf 60 Meter so viel zu hoch wäre wie du bist jetzt nur noch so 2-3 Zentimeter zu hoch, ne? Dann würde ich ihm einen Klick geben. Aber, also einmal einen Klick drehen. Wir sind aber nah dran, deswegen brauchst du mehrere Klicks, ne? Je weiter du weg bist, umso feiner wird alles, umso genauer. Je näher du dran bist, umso, ich sag mal, größer sind noch die Einstellwege letzten Endes. Dann muss ich mir nur noch merken, in welche Richtung ich gedreht habe. Du kannst auch Markierungen drauf machen. Sagst du 20, 30, 40, 50? Jeweils einen Punkt, da weißt du ungefähr, wo du 50 sind. Und wenn es 45 sind, machst du dazwischen, ne? Würde auch reichen. Also was wir jetzt sehen, ist im Prinzip, die ersten Pfeile waren hoch, ne? Haben wir ja gesagt. Dann haben wir so lange am Visier gedreht, bis wir zwei gleichmäßig in die richtige Höhe geschossen haben, okay? Das ist deine 20 Meter Einstellung vom Visier. Die markieren wir jetzt oder wir merken uns, wo es ist. Und dann schießen wir 30, 40, 50 und dann kannst du hier alles schießen. Du kannst auch bis 70, 80 einstellen. Also du kannst auch dann 80 Meter, also das ist kein Thema, ne? Also du musst nur einmal diese Entfernung gefunden haben und wissen, wo das Visier hingedreht wird. Wollen wir mal die 30, 40 machen, dann können wir den Rest des Tages 3D schießen. Dann müssen wir uns nicht mit den Scheiben rumärgern. Können wir machen. Die Richtung würde ich aber anfangen einzustellen, wenn wir weiter weg sind von der Scheibe. Mhm.
weil die Abweichung deutlicher wird. Wenn man das Visier, wenn es zu weit rechts ist, muss das Visier nach rechts. Du hast recht. Aber ich übe ja noch. Bei diesem Visier verstellst du die Höhe hier. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen runtergedreht, ne? Also in welche Richtung müssen wir drehen? Wenn wir weiter schießen jetzt 30 Meter? Nach unten. Ah. Ach was. Aber das macht nichts, ich verwechsel es ja auch immer. Wenn ich jetzt so einen leichten Bogen in der Hand habe, denke ich, wie willst du denn da ruhig halten? Weil wenn er halt zu leicht ist, stelle ich mir vor, ist das vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ja, genau. Es gibt ein Optimum, aber ich sag mal, mit schwerem Gerät sollten denen schweres Gerät was bringt. Das sind Leute, die A, eine gewisse Stabilität und Körperkraft mitbringen und B, in deinem speziellen Fall, du bist berufstätig und du kannst nicht jeden Tag 3 Stunden Bogen schießen. Nee, 3 Stunden nicht, aber jeden zweiten. Jeden zweiten? Eine halbe Stunde. Eine halbe. Das ist nicht Profi. Treffen zu wenig. Das ist nicht Profi-Level. Das heißt nicht, dass du nicht treffen kannst. Das heißt aber trotzdem, das ist nicht die Anzahl Pfeile und die Anzahl an die Intensität an Training, mit der du Profi, also ich sag mal, für eine Prof, also Material einsetzt, das im Wesentlichen nur Profis was bringt. Weil die haben, denen ist es egal, wie schwer der Bogen ist. Also je kleiner der Pin ist, ist die Idee, ne? Umso genauer kann man zielen. Genau, das war ja auch der Grund. Bis zu tief, wir müssen tiefer stellen. Wir sind jetzt noch ungefähr 6 cm unter der Mitte, muss noch ein bisschen weiter tief. Noch ein bisschen. Mitte. Nee, das ist mittig. Höhe passt. Ich sehe das gar nicht. Siehst du das nicht hier? Das sind 30 Meter, ist genau in der Mitte. Jetzt merken wir uns die Einstellung vom Visier 30. Ich mache gleich ein Foto. Ja. Ich kann es wirklich machen. Jetzt ruhig. Naja, ich habe schon eine Zeit lang gedacht, dass ich ja Bogenschießen möchte, aber weil ich das dann nicht hinkriege mit diesem und dann nicht getroffen habe. Am Anfang ging das ja alles, habe ich super getroffen. Und auf einmal ging es nicht mehr. Dann dachte ich, das Bogenschießen doch nichts für dich. So diese Zweifel halt, ne? Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, das ist doch dein Traum, das Geilste überhaupt, das Bogenschießen. Ja, und jetzt? Geht ein Licht auf. Der Vorteil am Compound-Schießen, ich bin auch ein riesen Fan davon, wenn Frauen Compound-Schießen, weil du eben mit so einem Bogen, der relativ schnell Pfeile schießt, ne? Also einfach Reichweite hast, Genauigkeit hast, ohne dass du jetzt gigantisch viel Zuggewicht mit dem Recurve hinterziehen müsstest, ne? Damit, also eigentlich hilft ein Compound-Bogen die Schwierigkeit, also die Nachteile, die man als, sag mal, die körperlichen Nachteile, die du als Frau hast, ne? Du bist nicht so stabil, du bist nicht so stark, du bist nicht so groß, ne? Auszugleichen, weil es Möglichkeiten gibt, das zu überspielen. Nimmst halt einen leichten Pfeil, ist der auch schnell, auch mit 40 Pfund. 40 Pfund bringt jetzt viel, beim Compound ist 40 Pfund Nix. Du schießt auch über. Für mich schon. Ne? Ich habe ein Dreivierteljahr habe ich trainiert und von 30 auf 45 gekommen. Aber es gibt natürlich Frauen, die kommen und ziehen gleich 50. So. Und das ist halt bei mir. Nee, aber du ziehst 40 oder auch mehr. Ne? Mhm. Und ein Dreivierteljahr, ich meine, du kannst dein ganzes Leben lang Recurve schießen, du wirst nie 40 Pfund unter die Kontrolle kriegen. Das wird nicht klappen. Ich habe 35. Ja, aber das ist der Riesenschritt. Ja. Das sind ja irgendwie 20%. Ne? Es sind nur 5 Pfund. Das nächste Thema. Klingt wenig, ja, ja. Also zielen mit dem Rückkauf. Oh Gott. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Sind wir müde. Wir gehen nochmal was essen. Jetzt schießen wir mal die 40 Meter aus. Hm? Ich freue mich, dass du dabei geblieben bist, weil die Hartnäckigkeit hat dir jetzt quasi hat uns gerettet, dass du im Bogensport bleibst. Weißt du? Stell dir mal vor, du hättest gesagt, oh nee, das klappt ja alles nicht. Naja, dann wären wir jetzt gar nicht hier. Aber ich habe schon gezweifelt und war auch echt traurig. Ja. Aber ich habe ja eigentlich niemanden, der drauf guckt. Ist ja so. Ich muss dann immer Videos verschicken und entweder kam dann, ist okay oder Fehler eingeschlichen. Ist Ferndiagnose. Aber in der letzten Zeit habe ich es halt nicht mehr gemacht. Ferndiagnose ist immer schwer. Ich werde auch oft Sachen gefragt über alle möglichen Kanäle. Ne? Und meine Antworten, ich versuche mir dann schon vorzustellen, was ist das Problem. Aber es ist immer schwer. Ne? Also da muss ich sagen, haben wir jetzt einen riesen Vorteil, dass ich mir das genau aus der Nähe anschaue. Und auch sofort sehe, was Sache ist. Ja. Ja. Schön. Weiter kurbeln.
Tempel mitmachen. Mein Lieblingsfilmheld ist ja der den Thor spielt hier. Wie heißt er? Ja, Thor spielt? Den Thor in diesen Marvel-Filmen, ne? Okay. Und was ich da so geil finde, ist, dass man ihn wirklich anmerkt, wie schwer das gerade alles ist. Das macht er toll, ne? Und es ist deswegen eine tolle Geschichte. Du bist ungefähr 6 cm unter der Mitte. Mach nochmal. Ein bisschen drehen. Weil man ihm das abkauft, dass es eben auch ein Struggle ist. Ja. Und du zeigst uns jetzt heute auch deine Schwierigkeiten, damit wir, also in dem Fall ihr, davon profitiert. Ne? Erstens, ich bin nicht alleine. Zweitens, so geht das. Und drittens, wie toll das ist, wenn es dann klappt. Ja, also vielen Dank. Ich muss sagen, vielen Dank. Gerne. Noch ein bisschen. Mitte. Komm, wir gucken uns das an. Kommst mit? 1., 2., 3. Jetzt bist du fast Mitte, ne? Noch 2 Klicks mehr, bist du drin. So. Dann machen wir ein Bild von dem, was jetzt hier angezeigt wird. Angezeigt wird in dem Fall 29. Aber was wir auch sehen, ist, dass seine Richtung passt. Wir müssen also das Visier in der Richtung in dem Fall nicht verstellen. Ach, sowas bräuchte ich zu Hause hier, so eine Scheibe. Das wäre cool. Hast du keine? Ja doch, aber nicht so eine große. Die Hauswand. Warum hast du denn keine Scheibe zu Hause? Ich habe schon eine, aber nicht so eine schöne. Nicht brauchst so eine große. Du brauchst zum Bogenschießen eine große Scheibe. Auch zu Hause im Garten. Es geht nicht darum, dass man immer die kleine verfehlt. Es geht darum, dass man mal ein paar Sachen ausprobieren und einstellen möchte. Und da hilft es, wenn der Pfeil dann trotzdem nicht irgendwo im Boden steckt. Ich schieße ja nicht mehr daneben. Nee, jetzt nicht mehr. Nein, also am Anfang war das schon so, ne? Aber jetzt, ich habe die Hälfte von der jetzt ungefähr auf dem Boden stehen und auch noch 2 Würfel. Das funktioniert schon. Aber... Wie sie einstellen, kannst du vergessen. Genau. Und wir haben ja kein Parcours bei uns um die Ecke. Das heißt, du musst ja wirklich weit fahren und da sind nur 3D-Tierchen und keine Scheibe. So, also Bonustipp. Bonustipp, die Scheibe, die beim fürs Bogenschießen wirklich lieber eine Nummer größer. 90 mindestens, warum nicht 1,20? Ja. Gut. Wo denn? Jetzt muss ich da drehen ohne Ende. Das ist ja jetzt schon wieder nicht meins, ne? Ja, kann man das nicht so drehen auch? Nee. So. Nee. Geil. Wie viele Meter? Was hatten wir eben? Wir hatten vorhin 18, du musst also weiter schießen, ne? Also eben hatten wir 18 Meter geschossen auf den Prosch. Jetzt brauchst du deine 20er-Einstellung, dann müssen wir unsere Notizen checken. Sekunde. Ihr habt auch gedacht, wenn das 25 Meter sind, ist viel. Aber ich mach's ja auch schon ein bisschen. Das Interessante ist jetzt aber für dich, also ich finde, was jetzt hier passiert ist, du hast jetzt im Prinzip Einstellungen und eine Schießtechnik, die funktionieren, okay? Und jetzt beginnt ja erst der Sport. 3D, ne? Mhm. Jetzt musst du auch noch die Entfernung wissen. Also eigentlich ja sogar schätzen. Ja, und wenn ich das mit dem Verstellen nicht hätte, könnte ich ja noch mit dem Pin gehen, wenn die angeschlossen. Aber auch werden. Da musst du den richtigen Pin nehmen. Aber wenn ich 5 Stück hätte? Ja, aber du musst den richtigen Pin drauf aufs Ziel halten. Aber das kann ich mir besser merken als mit diesem Das ist Verstellen. Richtig, das ist natürlich klar. Hm. Finde ich auch interessant, ne? Weil ich glaube, dass die... Sagen wir mal, die Optionen an Release oder Visier oder so, ne, es sind Angebote, die einem mehr oder weniger gut liegen. Ja? Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Man arrangiert sich und übt und übt und übt oder man sagt, oh, das ist nicht mein Ding. Ne? Ist auch okay. Machst du noch einen? Oh. Komm mal einen noch. Mal. Nee, ich hab, mal gucken. Soll ich mal schießen? Ja, mal. Machst du mich filmen? Ja. Willst du mit deinen schießen? Kannst du gerne machen. Hast du schon gedreht? Nö. War ja dann falsch jetzt. War zu weit. Ne? Genau. Du musst erst drücken und dann nach vorne schieben. Dann bleibt es da, wo es ist. Oh. Siehst du? Wollen wir mal gucken vorne?
krass. Echt schön. Du bist in deinem Fall, mit deinem schieße ich ja noch besser wie mit meinem. Ist das so? Ich habe das Gefühl, dass ein Rangefinder je nach Oberfläche nicht so gut ist. Ne? Das ist bei den günstigeren oder bei den früheren Rangefindern immer so ein Problem gewesen. Ne? Ist auch nicht, ist in dem Sinne schlimm. Im Wettkampf würfelst du sowieso nicht messen. Ich würde sagen, dieses Tier ist 10, 15, 20, 25, 30, 36,5 Meter weit weg. Wie machst du das denn? Das verrate ich nicht. Wie? Da gibt es schon 1000 Videos zu. 32. Ja, und da schießt du jetzt mit 35. Okay, dann. Ich hätte auch gesehen, ist schon okay. Was hatten wir vorhin nochmal? Vorhin waren 25. Müssen wir spicken, Moment. 20.